Hallihallo und seid gegrüßt zur 10. Folge des Minecraft Let's Plays. Ja, es ruckelt irgendwie immer noch ein bisschen. Ja, es wurde wirklich mal Zeit, dass hier mal wieder ein bisschen was passiert auf dem Kanal. Habe ich mir so gedacht. Los, gleich im neuen Jahr mit neuer Kraft und neuen Elan zu neuen Taten. Neu, neu, neu. Nein, also bereits, es bleibt wahrscheinlich doch viel beim Alten. Was heißt wahrscheinlich? Ja, natürlich, wenn man das mal so sieht. Erstens muss ich meine Lautstärke runterregeln. So, wenn man das so sieht, ja, es kam jetzt lange Zeit nichts. Aber ich denke und hoffe doch, dass jetzt ein bisschen mehr passieren wird. Dass ich es jetzt häufiger schaffen werde, Videos zu produzieren. Natürlich, was nicht zu vergessen ist, das Zitat. Das Thema lautet Gastfreundschaft. Und es stammt von, hier war es genau, von Thomas Kyrill. Warum nehme ich immer solche Namen, die man so schwer aussprechen kann? Karyle Kerlyle. Kerlyle wahrscheinlich. Na, wie auch immer. Die unterhaltsamsten Gäste sind die, die gern hören, wenn andere sprechen. So. Noch ein Haken dran. Okay. Gut. Dann sehen wir, ja, es wird bald wieder Nacht. Das ist natürlich nicht so gut. Haben wir ein Bett mit rübergenommen? Haben wir nicht. Aber ich glaube, es gab doch Schafe in der Nähe, oder? Ich spiele immer noch auf 1.12.2. Wieso? Weil ich bis jetzt immer noch zu faul war, alles zu aktualisieren. Ich denke mal, mittlerweile sollte es mindestens Forge geben für 1.13. Aber ich bin schlicht und weg einfach zu faul. Natürlich, ja, dieses wunderbare Update. Es gibt da schon viel, aber, also viel Neues, aber nein. Ja, warum denn so wenig kam in letzter Zeit? Nun, ich muss meine Lautstärke noch weiter runterstellen. Und ich sehe gerade, mein Schummelmodus ist auch noch aktiviert. Die Slime-Chunks sind angezeigt, okay. Ah, das ignorieren wir einfach mal. In der Minimap, naja. Ja, natürlich, das letzte Video habe ich vor genau 2 Monaten aufgenommen, habe ich mal so gesehen, am 2.11. Nun ist der 2. Januar. Ja, natürlich gab es private Sachen, dann natürlich auch Berufsschul, schulmäßiges, wie man das auch immer sagen will, also da, das sollte man ja auch nicht vergessen, so eine Ausbildung, die macht sich auch nicht von allein, also muss auch ein bisschen was dafür getan werden, das ist nun mal so. Und ansonsten, manchmal hatte ich einfach keine Lust und manchmal wirklich auch einfach keine Zeit. Dann war ich mal wieder ein bisschen erkältet, was natürlich auch nicht gerade das Beste ist, aber gut, das, wie lässt sich das immer vermeiden, ja. Ach, Inventory Tweaks, eine schöne Erfindung. Ich brauche unbedingt Glas und, doch, ich habe Wolle, also ein Bett kann ich mir bauen, aber ich glaube, ich werde bestimmt angegriffen werden über Nacht. Na, egal. Lassen wir uns mal überraschen. Gute Nacht. Aber ich bin auf normal gewesen, also alles gut. Ja. Ich muss natürlich sagen, die Krankheitswellen oder Welle, ich weiß nicht, wie man es nehmen will, war doch schon nicht unerheblich. Zum Beispiel ist es bei uns so, dass wir auch eine überbetriebliche Ausbildung haben, wo wir halt, also wir im Sinne von alle, die denselben Beruf erlernen wollen, halt irgendwo hin verfrachtet werden, beziehungsweise irgendwo hinfahren, damit uns viele Sachen beigebracht werden, die halt die Betriebe nicht stemmen können, einfach weil Geräte nicht da sind und was es halt alles so gibt, sage ich mal. Und da waren wir dann am Ende noch 5 von 11, also ja, die Hälfte war krank. Das, natürlich ist das ein entspannteres Arbeiten, das stimmt, aber es ist dann schon komisch, ja. Okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen, ach, Sand für Dinges, für das Glas, für die Fensterscheiben. Ich glaube 22, 8 bringen 16, also, 6 bringen 16, also 6, ach, es fehlen eigentlich genau 2. Dann haben wir 24. So.
Nochmal ein bisschen mehr. Weil. Huch. Angenommen, ich mache mal ein bisschen was kaputt oder verbaue mich. Ja, dann brauchen wir ein bisschen mehr Glas. 45, 48, nee, 6, 6 sind. 36, 42, doch. 48 wäre nicht schlecht. Ja, gut, jetzt haben wir 49, das ist egal. Ja. Also, wie bereits gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt mehr Videos produzieren kann. Vor allem auch regelmäßiger. Ja, dieser 2-Tage-Rhythmus, den ich mal hatte, der war natürlich sehr ambitioniert. Ich glaube, das ist nicht mehr erreichbar unbedingt. Obwohl ich jetzt noch ein bisschen Urlaub habe, aber trotzdem. Deswegen, ja, mal sehen, wie sich das dann halt so ergibt. Sag mal's mal so. Und ja, ich bleib natürlich dabei. Das nächste Video wird dann kein Minecraft werden. Ich glaube, wir werden dann mal dem netten Herrn Finger Ingo wieder einen Besuch abstatten. Das sollte jetzt schon ein Tipp gewesen sein, welches Spiel denn wo als nächstes erscheinen wird, beziehungsweise wieder erscheinen wird. Wir können jetzt natürlich Wegpunkte setzen eigentlich, hier mit der Minimap. Wieso nicht, stimmt? Klack, cool, ich wusste gar nicht, dass die Schere spinne. Ich glaube, ich spinne. Nein, ich wusste gar nicht, dass die Schere so coole Geräusche macht. Ja, ich habe scheinbar wirklich für eine längere Zeit wenig gespielt. Oh, hier gibt es aber viele, viele Schafe. Vielleicht können wir die Wolle gebrauchen. Ich weiß nicht, was in dem Dorf so gehandelt wird. Ich denke mal, vielleicht gab es da bestimmt auch Schäfer. Mal sehen. Oh, Entschuldigung. Dich wollte ich nicht schlagen, das Schaf. Aber dich. Natürlich, hier muss dann noch ein Zaubertisch gebaut werden. Hier müssen Bücherregale, also hier muss Zuckerrohr angepflanzt werden. Muss man ja aufpassen, dass man nicht mehr Zuckerrohr und Bambus verwechselt. Das ist ja dann so eine Sache. Kürbisse, habe ich schon Kürbisse abgebaut? Bestimmt, oder? Ach, na bestimmt. Naja. Man nimmt, was man bekommt. So. Ja, denn die Nahrung ist jetzt nicht unbegrenzt. Nur noch 5 Steaks. Das ist nicht so viel. So. Okay. Oh, jetzt eine Kuh. Das ist noch besser. Nur noch... Verdammt. Lehm ist auch schön. Aber ich möchte lieber raus. So. Es wird nicht bloß eine Kuh sein. Ja. Das sind schon mal mindestens 2. Na, renn nicht weg. Los, Elsa, renn nicht weg. Du musst eh zum Schlachter irgendwann. Das ist nun mal so. Die zweite hat sich hier versteckt. Na, da kommst du nicht raus. Emma, es tut mir leid. So. Okay. Ein paar Hühnchen, nein, brauchen wir eigentlich nicht. Also es muss natürlich noch sehr viel geschehen, dass man hier ordentlich... Ja, wie kann man das als Leben bezeichnen, wenn eigentlich schon war. Sich hier ordentlich einrichten kann. Und mal sehen, wir haben natürlich noch viel Zeit. Ich werde hier erstmal einen Wegpunkt hinsetzen. Ja, es ist ein bisschen Schummelei, aber... Können wir päpstlicher als der Papst sein? Nein. So. Also könnten wir aber. Na gut, ich glaube auch nicht. B war das genau. Haus 1. Machen wir mal ein schönes Grün. Okay. Sehr gut. Dann können wir den ganzen Kladderadatsch erstmal rein. Ja, das ist alles unsortiert. Ich weiß, ich weiß. Aber ein paar Fenster würde ich schon gerne noch in dieser Folge einbauen. Das reicht sogar für nochmal 16. Sehr schön. Gut. Dann können wir hier ein bisschen das Haus vervollständigen. Ich habe hier ein großes Fenster hier. Ich denke mal, das hier könnte die Küche werden vielleicht. Na, mal sehen. Ich glaube, ich habe da schon mal Pläne gemacht, oder? Aber, ja, könnt ihr natürlich die Videos ansehen, die vor
etwas längerer Zeit herausgekommen sind. 5, 7 passt, aber es könnte auch knapp werden. Mal sehen, ob das reicht insgesamt. Klack, 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 klack. So. 7. Na, das, ich glaube, das wird doch knapp. Also hier brauchen wir 6 sind 10. Das sind 4, sind 18. Nochmal 18. Ne, jetzt habe ich mich verzählt. Doch, unten 4, oben 4. Das sind 10, 18. 22. 28. Und 34 müssten das sein. Hier ist noch ein Sandblock. 34, ja doch, das schaffen wir. Das sollten wir noch schaffen. Können wir das schneiden? Okay. So, dann ist das Haus nämlich erstmal ein bisschen geschützter auch. Fackeln fehlen übrigens auch. Habe ich keine für die zweite Hand parat, warum auch immer. Hier sind doch gar keine Fackeln. Okay. Hm. Wir müssen eigentlich nochmal rüber und das... ja, anfängliche Haus, sagen wir es mal so. Weil das sind schon noch ein paar schöne Sachen, die vielleicht eingeräumt werden müssten hier irgendwo hin. So, hier fehlt da noch ein bisschen Glas, aber sieht es doch schon mal ein bisschen gemütlicher aus. So, das mit dem Glas, das stellen wir auf jeden Fall noch fertig. Und dann habe ich natürlich nicht auf meine Uhr gesehen. Wie auch, wie immer. Hm. Wie lange die Folge denn schon geht. Aber ich denke mal, ein kleines bisschen könnten wir noch. Wir haben, ja, 9 Minuten müsste es jetzt, 9, 11 Minuten vielleicht oder so. Naja, wie auch immer. So, 1, 2, 34, ich habe mich nicht verzählt. 2x16 und 4 extra dazu. Ich hoffe zumindest, dass ich 34 gesagt habe. Na, wie auch immer. So, das Eisen muss dann noch geschmolzen werden. Ich brauche, ja, ich muss nochmal rüber. Ach, das dauert. Kann ich auf die 2x Glas warten? Nein, kann ich nicht. So. Nein, das Steg lassen wir mal da. Aber das brauchen wir nicht so. Ja. Hierhin, oder? Jetzt geht's nämlich wieder los. Muss ich wieder überlegen. Oder da lang? Gut, dass es gleich dunkel wird. Naja. Aber drüben müsste auch ein Bett stehen. Ach, da ist es doch schon. Okay. Zweiten Homepoint gesetzt und dann passiert uns nichts mehr. Ich habe hier eigentlich auch Fackeln gesetzt, die ich hält. Ja. Nehmen wir diese Fackeln. Wunderschön am Chunkfehler vorbei. Ach ja. Ja, hier muss noch ein ordentlicher Weg gebaut werden. Das habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Das wird dann schon noch geschehen. Da kann man schön die Bäume hier ein bisschen kürzen. Die müssen ja nicht ganz weg, dann hat das was. Alles ein bisschen aus Kies oder so. Genau, hier habe ich mir dann ein Boot gebaut. Weil ich es satt hatte, immer wieder die Wege zu... Aber ich hätte natürlich auch mit dem Boot fahren können, das stimmt. Ja, ich sollte vielleicht wirklich die Slime-Chunks ausbauen, aber eigentlich ist es auch egal, denn... ob ich mir wirklich so eine Farm anlegen werde, ja, das ist... steht noch in den Sternen. Mal sehen. So. Hier ist nichts mehr, okay. B. Mine. 1. Grau. Ja, können wir ruhig auf Grau lassen, das ist nicht schlimm. Hoch. Gut. Und dann müssen wir uns natürlich noch um ein ordentliches, ja, hier ist noch Stein, Lagersystem kümmern. Damit das drüben auch alles ordentlich gelagert wird in diesem anderen Haus. Gut, ach, die Blumen brauche ich nicht. Lieber ein bisschen mehr Stein. Ach nein, ich kann ja, ich kann ja schlafen, genau.
Dann geht's zurück und ich glaube, dann war's das auch schon für diese Folge wieder. Sieht auch interessant aus, ja. Aber ich muss wirklich eine Brücke hin oder irgendwas. Na gut, ja, wie häufig werde ich hier noch wieder lang gehen? Das ist wieder das andere. Ich werde mich bestimmt erstmal da hinten ein bisschen austoben, dann mal ein bisschen das Dorf nochmal genauer erkunden. Noch einen Weg zum Dorf bauen. Ja, da sind schon noch viele Sachen zu tun, also da... Das wird nicht langweilig werden. Hoffe ich doch. Ich werde es aber erstmal so lassen, das Haus im zweiten Stock. Ja, das wäre nicht schlecht. Weil ich baue gerne. Na gut, nein, ich. Ja, jetzt müssen wir selber widersprechen. Ich. Quatsch. Ich baue sowohl oben als auch unten. Also sprich im Keller als auch auf das erste Obergeschoss, sage ich mal. So ein Lager. Also. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, es muss auf Teufel komm raus so werden. Aber Holz brauche ich auch unbedingt. Das, ja, jetzt muss ich das hier sogar nehmen. Für eine Kiste, eine zweite. So. Beziehungsweise Truhe, es nennt sich ja jetzt Truhe. Oh. Was heißt ja jetzt Truhe? Müssen wir jetzt aufpassen, ne? Beziehungsweise heißt schon länger Truhe, ich weiß, aber... Naja, bis das so wirklich drin ist, alles... Das brauchen wir alles nicht hier drinnen. Das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht. Das nicht. So, jetzt sieht das schon mal ein bisschen ordentlich aus, langsam. Okay. Ja, wie bereits gesagt, das muss alles mal ordentlich sortiert werden hier. Aber, Quatsch, den Redstone nicht. Das kann man ja dann in Ruhe in der nächsten... Minecraft-Folge machen. Erst baue ich noch das Glas zu Ende, genau, und das Eisen kann ich noch schmelzen. Zack. So. Ach ja, genau, hier. Ich habe mich doch verzählt. Nein. Ich habe mich verzählt. Um eins. Na, egal. Wie auch immer. Gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten, wie bereits gesagt. Ich vermute mal, es wird eine Finger-Ingo-Folge. Gut. Bis dann.